geht's hier gleich weiter. Stell die korrekte Uhrzeit ein und ordne dann das Muster auf der Oberfläche. Die korrekte Zeit. Wie bewege ich das? Och, nicht schon wieder so ein Verschiebe-Scheißdreck. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick. Ach. Nein, der verschiebt alle drei gleich. Ich schwör, ich bring das nie im Leben hin. Grün verschiebt blau. Blau verschiebt alles. Rot verschiebt. Ich könnte gerade heulen. Rot muss richtig sein, weil grün. Welcher verschiebt doch rot? Ah! Scheiße! Nein, ich brauche blau zuerst. Ey, das ist so schwer! Ich hasse es! Ich hasse es! Alter! Ich fange gleich an zu ragen und weißt du was? Es ist ein Wimmelbildspiel und nicht mal ein Shooter, wenn ich anfange. Ach Mann, spart euch durch diese blöden Ausprobierrätsel. Ah! Ich krieg eine Macke gerade. Ja! Oh Gott sei Dank, wenigstens ein bisschen entgegenkommt. Mach die scheiß Zeiger weg. Die will ich nie mehr sehen. Was müssen wir jetzt machen? Ah, drehen. Ja, das geht. Das bringen wir hin. So. Zack. An die hübsche junge Dame da. Meerjungfrau oder so. Das stimmt schon. Der Shot. Ah, das war's. Ah, das ist ein neuer Stein. Und zerstören. Sehr gut. Ah, da glitzert was. Und da auch. Ich kann den Rest der Stufen nicht sehen. Und ich möchte wirklich nicht raten. Doch, versuch mal. Komm, versuch mal. Das schaffst du, ich glaube an dich. Trittst einfach mal drauf und ja, siehst was passiert. Okay, noch ein Wirbelbild. Na gut, was ist ein Trockenkalmar? Ich kenne Kalamar, ja, aber Trockenkalmar? Ist das ein Kalmar? Oh, Gott sei Dank. Sah wie ein Tintenfisch aus, also Kalmari. Kalamari. Hühnerbeine. Und hier? Heuschrecke? Eine Heuschrecke hier unten. Warte, das war keine Heuschrecke. Das war eine Gottesanbeterin. Das war eine Gottesanbeterin. 100 Pro. Die kenne ich nämlich vom Aussehen. Das war eine. Na gut. Dann Goldmünzen. Da hinten jede Menge. Steckt in die Tasche, wenn du schlau bist. Skelettgriff. Ein Skelettgriff. Wie sieht ein Skelettgriff aus? Ist das ein Skelettgriff? Nein. Das ist ein Skelettgriff. Hufeisen. Ist das eine Lufthupe? Ah, so eine Tröte in dem Fall. Oder? Tröte? Haben wir etwas Trötenmäßiges? Eine Lufthupe. Ja, hier glitzert wieder alles. Ich weiß, rote Maske. So. Och nein. Mein Fernseher fragt mich gerade, ob ich herunterfahren will. Nein, Mann. Das fragt er immer so nach einer gewissen Betriebsdauer. Sollte ich mal umstellen. Na gut, Krone. Sehen wir eine Krone? Da ist ein Pharao. Ah, ein Sphinx. Das geht auch.
der hatte aber keine Krone. Da ist eine Krone, eine silbrige. Disteln kenne ich aus Unravel. Spinne ist da. Dann fällt noch die Lufthupe. Das ist eine Glocke, keine Lufthupe. Eine Lufthupe. Das ist auch keine Lufthupe, das ist auch keine Lufthupe. Das ist ein Sextant, das ist auch keine Lufthupe. Karte. Was? Das war ein Horn! Das war doch ein Horn, ich habe es nicht direkt gesehen, aber es sah wie ein Horn aus. Skelettgriff. Dachte ich mir. Ach du Scheiße. Verborgene Plattform. Gehen. Dann gehen wir mal. Oh mein Gott, schon wieder ein Rätsel. Zuerst bekommen wir aber einen Klotz. Bild. Bild? Das ist ein Klotz? Alter, was übersetzen die da für ein Mist? Das ist ein Klotz. Noch ein Zahnrad, noch ein Klotz, noch ein Spiegel. Nehmen wir alles mit. Das muss einst ein beeindruckendes Tier gewesen sein. Und ein fleischfressendes, schau dir mal die Zähne an. Kannst du froh sein, dass es nicht mehr lebt. So. Da brauchen wir Zahnräder. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich Zahnräder. Dann die Klötze. Schauen wir. Hey, warte. Hä? Ah, der ist zerstört. So. Gehen wir zum Lagerfeuer. Und da ist das Wimmbild wieder aktiv. Na gut. Düsteres Siegel könnte das sein. Traumfänger ist das. Alles kennt es. Das war die Krähe im Hintergrund, okay. Ich wollte eigentlich die Halskette anklicken, auch gut. Dann eine Schlange, die ist hier, die habe ich schon versucht anzuklicken. Ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ach, so eine Höhlenmalerei oder wie jetzt? Ach, da ja. Nein, ah, das war der Bogen. Das ist der Mensch. Köcher. Das Ding für die Pfeile ist da. Spirale. Da. Das sieht aus wie das Dreamcast-Logo von der Sega Dreamcast. Ach, das war noch eine coole Konsole. Dann Hände. Da, die habe ich schon gesehen. Die Kanne müsste das sein. Und die Pfeife. Die Pfeife ist da. Düstere Siegel. Ah, dafür sind die. Okay, ja, man kann sie als Bilder bezeichnen, okay. Sortiere die Bilder jeder Reihe so, dass sich eine Geschichte ergibt. Woher soll ich das wissen, wie die Geschichte war? Ich versuche das gerade zu verstehen. Ah, anscheinend ist der Kristall, wo der Dämon drin gefangen war, auf die Erde gestürzt. Kann das sein? Was? Wahrscheinlich so. Dann kommt er da angeflogen. Dann kommt er der Erde näher. Dann prallt er drauf. Okay, immer so ein Teil der Geschichte. Dann würde ich sagen, das Ganze rechts müsste das Erz sein. Man findet ihn noch im Krater. Dann. Betet man ihn an? Nein, dann transportiert man. Nein, zuerst transportiert man ihn ins Lager, so. Dann platziert man ihn. Und dann betet man ihn an. Für die, die das wollen, aus irgendeinem Grund. Dann ist hier der Geist drin. Oder welches kommt hier zuerst? Ich sag mal so. Dann bricht er aus und unterjocht die Menschen. Oder umgekehrt. Das kann natürlich auch so rum sein. Ach ja. Und wir bekommen das Zahnrad, das letzte. Na gut, etwas zum Anzünden haben wir noch nicht. Nein. Das
Zahnrad brauche ich gleich für das nächste Minispiel, die Zahnräder, besser gesagt. Bewege den Bolzen durch das Labyrinth. Wenn es an einem Zahnrad vorbei bewegt wird, ändern einige Pfade die Richtung. Okay. Ach so. Coole Idee. Oh nein, alles hier drumherum. Dann zurück. Und ins Ziel. Ah, das war einfach. Was ist das? Hallo? Ich will es anschauen. Feuerstein, ah. Alles klar, selbsterklärend. Zuerst neues Wimmelbild. Tarotkarten. Das sind wieder die hier. Die haben wir schon mal gesehen. Gleich die drei hier. Aztekensymbol. Das hier. Dann Unendlichkeit, das habe ich auch irgendwo gesehen. Da habe ich es gesehen. Sonnenuhr. Ist das da? Halbmond da. Gantelet. Was ist ein Gantelet? Das ist auf jeden Fall der Schädel. Ich sammle mal die Dinge ein, die ich weiß. Flasche, Kelch. Alter, Gantelet. Was ist ein Gantelet? Ganteletti. Nehmen. Ach so, okay. Da sind die anderen Totem drin. Und dann das blinkt. Ich könnte die Zeichnung fertigstellen, wenn ich Kreide finden würde. Die ist hier. Die blinkt sogar. Rechteck. Und jetzt ein Gantelet. Ist das ein Gantelet? Warte, ich erkannte nicht mal, was das ist. Keine Ahnung, was ein Gantelet ist, auch wenn ich es gerade eingesammelt habe. Na gut, du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Urne. So, damit gehen wir wieder dann nach vorne. Ah, die Feuersteine, genau zuerst. So. Hä? So, wir brauchen Asche. Die Asche ist brennend heiß. Ich kann sie nicht mit bloßen Händen aufheben. Mit einem Staubbesen. Für was brauchen wir Asche? Ups. War ein bisschen schnell. Ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Ah, der Indiana Jones Trick. Er brauchte, glaube ich, einfach Steine. Aber wir machen es mit Asche. So. Cooler Trick. Wirklich cooler Trick. So, verstecktes Schatten. Ah, der sieht aber süß aus. Das ist sicher der Kristall da drin. Ah, nein. Er sabbert da einfach so Lichtleitungen, sag ich mal. Ein Zauberspruch liegt über dem Maul des Dämons. Den wollen wir brechen. Eine der Kerzen fehlt und wir haben sie nicht dabei. Da ist eine Kerze. Bewege die Kerze entlang der Linien, bis sich jeder auf der Position mit dem jeweiligen Kerzensymbol befindet. Auch schon wieder so ein Verschiebedings, aber okay. Solche Dinge bringen wir hin. Dann brauchen wir aber das zuerst da unten. Dann das. Okay. Warte, dann machen wir das so. Das P kommt jetzt dahin. Dann kommt das da dahin. Oh nein. Das funktioniert gerade nicht so gut. Aber das funktioniert. So. Und der Sabber ist weg. Denn er hat sich kurz das Maul abgewischt. Ach, schön. Da ist eine Vertiefung im Maul des Dämons. Ja, würde ich sagen, drücken wir mal das rein. Wohl bekommt's. Boah, und der spuckt mir gleich ein Kristall raus.
Die Seele des Schadens ist in diesen Steinen versteckt. Und ich glaube, das ist der letzte Stein. Siege den Schatten. So, und ich merke gerade, wir haben sicher neue Einträge. Ah, einer. Zerstöre alle Seelensteine. Es gibt 4 Seelensteine. Also die Musik ist wieder laut. Seelensteine, die die Seele des Bösen beinhalten. Man muss sie alle zerstören, um den Bösen für immer loszuwerden. Den Bösen, das hört sich so süß an. Den Bösen, den bösen, bösen Mann. Na gut, wo müssen wir jetzt hin? Da, wo wir sind. Nur, was machen wir hier, wo wir sind? Da kann ich nichts machen. Ah, da liegt das. Sah ich zuerst gar nicht. So, wir haben alle Spiegelteile. Ich setze den Spiegel wieder zusammen. Kein neuer Eintrag, kein neuer Eintrag. You've done extraordinary. You've defeated the evil one. Well done. Now all of the realms are safe and free. It also means that I'm free from my duty as a guardian. Thank you. And for all of that, I'd like to give you something very special. What you said about dealing with the past is very true. But as with every rule, there needs to be an exception. Are you ready? The place is packed. They're all waiting for you. Honey, is everything okay? What? What year is this? 1975. Are you feeling okay? You look a bit pale. Should we cancel the show? I'm fine. Better than ever, really. But you know what? Let's cancel the show. Let's cancel all our shows. We'll go somewhere. Just the two of us. And live a wonderful life. Offstage. Cooler Trick, der Wächter da angewendet hat. Ist dir allgemein bekannt, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Deshalb machst du eine Zeitreise und gehst zu dem Punkt in der Vergangenheit zurück, zu dem du willst. Du veränderst die Vergangenheit nicht, du machst es einfach alles von Neuem wieder. Ja, das kann man akzeptieren. Ach, ich freue mich für den Jim gerade. Ich dachte nicht, dass es so gut noch für ihn ausgehen würde. Da freue ich mich für ihn. Ach ja. So, das haben wir alles schon gesehen. Das schalten wir durch. So, und damit war es das aber endgültig. Das passt gerade. Schnauzegewitter. Da haben wir eine Aufnahme von genau 4 Stunden circa. Genau circa. Das kannst du nicht in einem Satz verwenden, merke ich gerade. Na gut. In dem Fall, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und ich hoffe, dass ich euch die Wimmelbilder-Objekte nicht von der Nase weggeschnappt habe, ohne dass ihr sie gefunden habt. Ja, manchmal bin ich ein bisschen ein Blitz, ich weiß. In dem Fall aber... Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid bis am Ende geblieben und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Chesnik. Mist, jetzt habe ich es verkehrt herum gesagt, egal. Euer Chesnik, tschüss und ciao. So.